Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop-Karriere zusammen mit Jan bei Dortmund. Woohoo. Alter, so krass. Wir haben Bock, wir nehmen wieder was auf und wir sind schon fast am Saisonende. Also wir sind richtig gut durchgekommen und haben aber auch eine richtig gute Saison gespielt. Also unbedingt mal einen Daumen nach oben da lassen für diese Aktion hier. Also es ist richtig, richtig nice. Definitiv. Und wir werden natürlich dann auch weiterhin das Ganze fortsetzen. Können wir ja schon mal mit dem Gedanken spielen, ob wir vielleicht wechseln. Aber das sehen wir dann alles dann in der übernächsten Folge. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, nichtsdestotrotz spielen wir jetzt mit, ja, Fitness ist okay gegen Stugi Town, Platz 16. Da müssen wir auf jeden Fall Punkte einfahren. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich meine, guckt euch mal die Tabelle an, wenn ihr es da so erkennen könnt. Spieltag 29, das heißt 5 Spieltage haben wir noch. Und ja, wir sind ungefähr 8 Punkte entfernt. Also wir haben uns sehr, sehr gut dran gearbeitet. Und wir wollen Minimum eigentlich natürlich Vizemeister werden und dementsprechend müssen wir mal gucken, ob wir Leipzig noch einholen. Wird knapp, aber wir müssen einfach alles geben und deswegen machen wir das. Und deswegen müsst ihr auch alles geben und beide Kanäle abonnieren. Jan, rechts oben beim i, verlinkt. Ja, da sehen wir es, also die Fitness ist eigentlich echt okay, obwohl wir vor 3 Tagen oder 2 Tagen in der Champions League gespielt haben. Da sind wir auch weitergekommen. Da haben wir heute auch das Halbfinal-Hinspiel. Wir spielen da gegen Liverpool. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Ich bin sehr gespannt und deswegen freue ich mich jetzt auf die heutige Folge. Das ist unsere Aufstellung und wir starten rein. Ich glaube, ich ändere aber trotzdem noch was, oder? Du sagst so, das ist die Aufstellung und erstmal verändern. Ja, das ist jetzt die Aufstellung. Oh, ja, das muss reingestimmt werden. Der beste Spieler. Ja, genau, das stimmt. Im letzten Spiel 3 Tore. Leute, ihr müsst wissen, wir haben jetzt, weiß gar nicht, eine Woche nicht mehr aufgenommen. Dementsprechend weiß ich gar nicht mehr so genau, was die Statistiken alles besagen. Aber ich weiß, dass du auf jeden Fall eine Maschine warst, Jan. Und das weiß ich dementsprechend. Auch. Aber wir müssen es am Ende der Saison auch nochmal wirklich nachgucken, was wir alles so erreicht haben mit unseren Spielern. Das machen wir auf jeden Fall. Spielern und so. Echt, also nächste Folge ist wahrscheinlich schon Ende Gelände. Also da unbedingt bei Jan dann deswegen noch mal vorbei auch Wechselwünsche schon mal reinschreiben. Wo wollen wir so vielleicht hinwechseln? Genau, könnt ihr schon mal eure Gedanken in die Kommentare ballern. Ja, wie gesagt, ich bin trotzdem natürlich hyped, nicht nur, dass du eine Maschine bist, sondern dass wir einfach heute beide glänzen und das Ganze hier rocken und ja, mal gucken, ne? Oh Gott. Ich laufe gegen den Spieler, du musst es machen. Und er jawohl, macht es auch. Yes. Er macht ihn, Deutschland ist Weltmeister. Er macht ihn. Ja. Oh Mann. Jawohl, ich hatte ein bisschen Angst, aber ja, scheinbar ist heute, zumindest jetzt in dieser ersten Szene, Verlass auf mich. Ich hoffe, das geht so weiter und das war natürlich ein guter Einstand hier direkt. Ein Tor zu machen, relativ früh, ich weiß gar nicht, wie vielte Minute wir haben, aber siebte Minute, oh, da kann man nichts falsch machen. Ansonsten. Da kann man nichts falsch machen, ja. Und das freut mich auch, siebtes Tor, das ist richtig, richtig stark für einen 18-jährigen Spieler und das in der siebten Minute hier in so einem wichtigen Spiel, wo es um wichtige Punkte geht. Mein Effekt, und zwar, ist gar nichts, wieso fault er mich nicht? Okay. Und jetzt fault er. Ey, was? Was? Wer hat jetzt gefoult? Ich hab gerade schon gedacht, Alter, bitte gibt's einen Freistoß für uns. Oh Mann. Das ist jetzt nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Oh! Oh Mann! Herr Michael Maik, den kann man auch mal nicht wichtig im Tor unterbrechen. Ey, guck mal, wie knapp der war. Ja, 30. Oh. Also ich habe ihn auf jeden Fall gut Richtung Tor gelenkt. Ob er dann halt reingeht oder nicht, das ist halt dann manchmal auch ein bisschen Glück. Hier habe ich es nicht. Ja, also. Schick mich! Oh, konzentrier dich doch mal! Ich konzentriere mich! Du hättest gerade schon 2 Tore vorbereiten können und einen Freistoß rausholen müssen. Ja, und dann hättest du dich fallen lassen müssen. Boah, so ein schwacher Pass. Sau gut. Oh, hast du den Pass gesehen? Oh,
in letzter Sekunde. Und deswegen laufe ich weg von dir. 2:0! Jawohl, yes. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Aber weil. Ich meine, ganz ehrlich, gegen Stuttgart muss das ja auch so laufen. Anders wäre es halt auch wirklich. Also, wäre nicht vertretbar. Ja, klar, aber es ist natürlich auch vom Spielplan her gar nicht so schlecht, dass wir jetzt gegen Stuttgart, danach gegen Köln, die sind das halt nicht schlecht, Köln oder Stuttgart oder so, aber vielleicht ein bisschen weiter unten, halt Platz 10 oder weiter unten dann noch, jetzt in Stuttgart Platz 16 sogar, also da muss es natürlich dann auch laufen und deswegen freue ich mich darüber. Du hast meine Nummer erreicht, 11 Tore hast du erzielt, du hast jetzt noch 4 Spieltage, mal gucken, wer, wann du spielst und so, aber 4 Spieltage hast du noch, also 12 musst du erreichen, deine Nummer, das ist klar, du bist jetzt ja, so nah dran. Boah, macht sie aber auch riskant. Oh, hier verrückt sie ja so wie du immer. Und jetzt ja, und jetzt ist kurz vor der Halbzeit. Das 3:0. Oh Mann. Das war wieder so eine gute immer. Entscheidung. Ja, wollte ich gerade sagen. Ach ja, also Mann. So richtig. Das ärgert mich. Dreckige Kacke. Aber egal, es läuft trotzdem gut. Hätten wir zwar machen müssen, aber man macht halt auch mal einen Fehler und. Ja, naja, war, sah halt gekloppt aus. Mr. Chancenvorbereiter Easter. Ja, ich habe schon viele Vorlagen, aber manchmal verkacke ich halt auch. Das muss auch mal lange machen. Ja, ich habe in der ganzen Saison noch keinen Freischuss geschossen. Das ist halt schon irgendwie so sad. Oh, oh Junge. Boah, das muss das 3-0 sein. 3-0! Alter, Mike ist ja wohl mal das absolute Biest jetzt gerade. Ja, also das Spiel ist gerade echt nicht schlecht. Wenn ich den einen Pass also noch gemacht hätte, dann wäre es genau ja, hinter dir und ich komme als Dritter dazu. Ist so ein schlechter Scherz. Aber wenn ich den einen Pass noch gespielt hätte, dann wäre es das perfekte Spiel. Aber so ist es trotzdem auch richtig, richtig gut. Und damit ist es mein Doppelpack. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal... Also ein Hattrick hatte ich mal. Aber ein Doppelpack, also so ein, kein Hattrick, sondern nur ein Doppelpack, weiß ich gar nicht, ob ich das hatte. Aber spiel jetzt erstmal gut, so wie ich. Ja, der Pass ist nicht schlecht gewesen. Jetzt zieht er zurück. Ich hab das zurückgezogen. Fallrückzieher, Alter, wenn mir das jetzt heute noch gelingt, dann. Oh mein Gott! Endlich mal einen guten Spieler auf den Kopf getroffen und dann wird es direkt gefallen. Ja, ich bin halt klein. Der Micha spammt. Alter, wenn du nicht zurückgezogen hättest, wäre es so gut gewesen. Ich war einen Schritt vor dem Typen und es war kein Abseits, weil der hinten noch da oben stand. Also wenn du gepasst hättest, hätte ich ihn auf jeden Fall gekriegt und kein Abseits. Also wenn du geflankt oder gepasst oder so, egal. Alter, warst du gefordert? Nein. Kann nicht jeder so gut sein wie du. Ja, dann lass mich das mal. Spaß. Wessler. Oh. Mürki. Komm, Jan, Tordifferenz ist natürlich auch wichtig. Ich habe gar nicht so drauf geguckt, was wir da haben. Aber Arne ja, geht nur, würde ich sagen. Recht. Oh ja, da geht auch was. Wenn er den weiter nach rechts annimmt. Schade, ich wollte auf jeden Fall so früh flanken. Oh mein Gott, er hat ihn nicht gekriegt. Ich wollte auf jeden Fall so früh flanken, aber ja, natürlich war dann die Annahme ein bisschen erschwert. Hätte fast funktioniert, aber halt nur fast. Ui, Elfmeter. Elfmeter, oh Jan! Nein, Hilfe! Ey, ich krieg halt nie einen Freistoß, aber du hast jetzt mal wieder einen Elfmeter, der dritte oder zweite. Nee, der zweite. Dritte, also, glaube ich. Der dritte, nee, glaube ich, zweimal im Pokal, glaube ich. Echt? Nur einmal im Pokal? Ich dachte, es war zweimal im Pokal. Nee, einmal nur. Egal, dann dein zweiter. Viel Spaß, viel Glück, ist nicht so schlimm, wir führen ja 3-0, aber wenn du ihn machst. Wenn du ihn machst, haben wir noch ein Tor, wenn du nicht machst, ist es auch okay. Lach ich dich halt aus, aber. Ja, voll. Yes. Siehst du, ich bin so ein Elfmeter-Killer. Ja, weil der Tor nicht in deine Ecke. Alter, Leute.
Was für eine Scheiße. Aber schönes Ding. Und damit haben wir 4:0 ein wunderbares Ergebnis. Richtig nice. Und deine Nummer 12 mit dem Elfmeter. Auch. Oh du ja. Du hast ja. Den, das Tor Nummer 12 mit dem Elfmeter gemacht. Krasser Scheiß. Och Mann, wieso spiele ich eigentlich mit so einem schlechten Spiel? Die obligatorische Spieler, gelbe Karte muss noch kurz sein. Ah, nee, abgehört, dadurch bekomme ich sie nicht. Lol. Doch, doch, würdest du bekommen, wenn. Aber egal. Ja, wir haben auf jeden Fall ein schönes Ergebnis. Also, so ein gutes Spiel hatten wir selten. Oder eigentlich nie. 4-0. Ja, also es war richtig also gut gespielt. Von vorne bis hinten dominiert. Ja. Und sowas ich habe auch wirklich geglänzt. Auch nur gegen also, das, da bin ich auch stolz auf mich. Und du warst auch gut. 11 Meter gemacht. Richtig nice. Ja, das war eigentlich das Schwierigste im ganzen Spiel. Ja, damit können wir auf die Tabelle blicken und müssen sagen, Leipzig hat die Punkte geholt und ist weiter nach vorne gezogen, aber Bayern nicht. Und das heißt, jetzt haben wir 5 Punkte auf Leipzig und auf Bayern. Und 4 Spiele. Ja, Endspurt crazy. Noch quasi. Also das ihn, ist also crazy. Aber wir haben halt auch Hoffenheim, die halt absolut direkt hinter uns sind, ne? Die sind halt einen Punkt direkt hinter uns. Also aufpassen müssen wir auf jeden Fall. Ich meine, Champions League müssen wir auf jeden Fall erreichen, das ist klar. Naja, jetzt spielen wir gegen Köln und die sind auf Platz 17. Also, ich weiß nicht, kann es mir nicht vorstellen, dass es nochmal so gut läuft, aber eigentlich muss es. Ja, unsere Tordifferenz. Also, gegen Leipzig gut, dass wir 4 Tore durchsetzen. Gegen FC Bayern, das schaffen wir nicht mehr, aber wir sollten auf jeden Fall am Ende eine bessere Tordifferenz als Leipzig haben. Ja, definitiv. Also punktgleich mit Leipzig kommen, das kann sehr gut passieren. Und dementsprechend würden wir uns natürlich dann freuen, wenn wir hochrutschen, weil wir mehr Tore haben. Also schon mal richtig gut, dass wir 4:0 gerade gewonnen haben. Und am besten machen wir das jetzt gleich nochmal gegen Köln. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Leute, und da sehen wir es einmal fucking nochmal schon. Die haben schon ihren 31. Spieltag gemacht. Und was ist passiert? Bayern hat 3 Punkte geholt. Ich meine, die werden wir auch nicht mehr unbedingt kriegen können. Aber Leipzig hat nur einen geholt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich schon mal richtig, richtig, richtig nah rankommen. Und natürlich müssen wir Leverkusen wieder überholen. Also ganz klar, von hinten rückt immer einer nach. Wir müssen Leverkusen wieder überholen und können dadurch richtig, richtig nah rankommen. Auf 3 Punkte an Leipzig. Und dann haben wir noch 3 Spiele, 3 Punkte, das wäre noch im Bereich des Möglichen, also absoluter Endspurt. Ja, und so sieht die Aufstellung aus und so sieht die Fitness aus und ich denke, das ist beides in Ordnung und dementsprechend starten wir rein hier ins Spiel, zu Hause gegen Köln. Finden Sie übrigens gut, ich habe noch nie in der Korbkette Torhymne eingeblendet. Du hattest beim letzten Mal auch irgendwie einfach gar keine Lust. Ja, hatte ich auch nicht. Du hast, also ich habe mir das so angeguckt und dachte so, hä? Eigentlich müsste ja jetzt seine, zumindest seine doofe Standardhymne kommen, die so nur aus Drums besteht. Und ja, cool, da kam einfach gar nichts. Es kam nichts. Ja. Und, oh mein Gott, so ein guter Spieler. Jetzt sieht 8 Tore in den letzten 3 Spielen. Junge, what so ein the verrückter fuck? Typ. Okay, das habe ich nicht gewusst, Scheiß. Das habe ich ja vorhin gesagt, ich habe nicht mehr auf die Statistiken geachtet, das machen wir nächste Folge alles bei Jan, aber das ist heftig. Boah. Also 4 Tore oder so, also 3 mindestens wollen wir ja heute vorspielen. Naja, also ich würde sagen mindestens gewinnen, deswegen habe ich mir den Ball hier richtig schön erobert und jetzt hoffentlich eine gute Flanke auf den Kopfballstar, aber das war natürlich nicht einfach. Aber keine schlechte Chance schon mal. Ja, eigentlich darf er ja kein Tor mehr machen, weil die 12 Tore habe ich jetzt erreicht und damit ist eigentlich jetzt auch Feierabend. Doch, du musst auf jeden Fall. Jetzt fordert doch, der. Doch. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter war. Nein, 11. Besser. Die haben 33 und wir haben 22. Komm, Jan. Hoch. Oh, das war. Oh ja. Mein Gott, war das eine krasse Kombination. Yes, ey. Das war wirklich richtig gut. Heftig. Ah, 1:0, A1. Yes, also das oh, und der Mike gut an. Ist am performen. Gemacht. So zack, zack, zack. Ja, das boah, stimmt. Also das war schön gespielt. Das war wirklich schön gespielt. Kombiniert. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht so unsicher und lost ja, genau, bin wie die auch, letzten ja. Spiele, sondern dass ich einfach gut bin. Und jetzt schon mein 9. Tor und die Nummer 11, die kann ich tatsächlich vielleicht sogar noch erreichen. Das ist das Ziel. Und wir führen 1:0 und das. Wenn wir das jetzt fortführen können, wären das 3 Punkte und das ist so genial einfach. Ah, schade. Ey, das können doch.
Ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter immer nie pfeift. In PES gäbe es dafür immer schon dunkelgelb oder so. Boah, ich schicke dich ziemlich weit, das war nicht ganz so guter Pass. Boah. Dieses Stehenbleiben, ne? Also, ich weiß irgendwie, ja nicht, was ich davon halten soll. Aber ist das mit der Shareplay-Verbindung gerade nicht mehr deswegen so gut? Ja. Ich spiele mit Shareplay, nicht du. Aber also es ist zwar nicht ist geil gerade. So. Deswegen spiele ich erst mit Shareplay. Es ist zwar nicht so geil gerade, aber es ist nicht so pixelfrei wie die letzten Male. Nicht so geil, aber auch nicht so doof. Ja, es ist halt immer noch... Oh, Jan. Es ist halt kein so krasses Ruckeln drin, was ich ja teilweise auch hab. Oh mein Gott. Okay, ich habe nichts gesagt. Das kann man nicht besser machen. Es ist ja das Ruckeln da nicht. Es ist schon einigermaßen flüssig, aber es ist halt kein Pixelgrei. Das ist okay. Nein, ja, erstmal so einfach in den Gegner reingehen. Ja, der Pass zu dir war fast unmöglich und ich habe gedacht, jetzt muss ich irgendwas probieren und dann bin ich einfach zu schlecht, um irgendwie gut zu sein. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen zu Angst, schlecht, weil um gut zu sein. Sehr weit vorne mit vielen Spielern. Komm Jan, biete dich an. So könnte irgendwie auch so ein Buch. Alter. Du bist so blöd. Du hast dich auch ein bisschen spät angeboten. Nee, ich habe mich schon viel früher angeboten, der hat sich aber selber nochmal gedreht. Ja, weil du davor noch nicht da warst. Also ja, also hätte es noch früher da sein können, dann hätte er sich wahrscheinlich nicht mehr gedreht. Ich kritisiere dich jetzt, weil es einfach gut laufen muss. Oh, komm schon. War nicht schlecht, schade. Also so ein 2-0 vor der Halbzeit wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oh. Und deswegen mach ich's! Oh mein Gott! Jawoll! 2-0! Der Pass da durchgekommen. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass das passiert. Ja, ich habe das auf jeden Fall abgecheckt und deswegen... Du wolltest vor dem Strafraum den Pass haben und plötzlich ist der Pass im Strafraum drin. Ja, siehst du mal. Siehst du mal. 2-0, mein neu erneuter Doppelpack und mein 10. Tor. Also ich lege richtig krass los einfach. Und das ist aber total wichtig. Und auch mal in meiner Folge. Ich bin sehr stolz auf mich. Halbzeit. Ja, 2-0. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier noch passiert. Und ja, mal kicken, ne? Ich gebe dir den 11. Oh nein. Ja, war ein bisschen zu schwach leider. Aber keine schlechte Chance mal wieder. Also wir müssten hier jetzt langsam vielleicht auch mal dann das dritte machen. Ja, schwierig jetzt für dich. Der hat doch null den Ball gespielt, ey. Weiß ich nicht, was der Schiedsrichter da macht. Das gibt's nicht. Oh, Junge. Oh mein Gott. Goal. Gib. Nein, sowas musst du doch reinmachen. Ah. Oh mein Gott, das war doch so geil rausgespielt. Ja. Ich dreh den einfach komplett um, ey. Was soll ich denn da machen? Der Torwart stand so gut, dass ich dachte, schießen wird schwer, ich muss lupfen. Und lupfen ist halt ich wollte ihn eigentlich nur aus... Einfach, weil es mich aufgeregt hat, wollte ich ihn einfach wegboxen und dann kommt das mal raus. Also, ey! Boah, Alter. Boah. Ey! Die sind aber schon asozial gerade. Alter. Ey, das ist also, so ein Scherz. Ohne Müll, ich box den beim nächsten Mal um. Egal, 2-0. Es war sehr, sehr schade. Eins hätte auf jeden Fall noch gehen können, ja. Aber naja, also zu 0 und 2 Tore. Es ist okay. Wir haben 3 Punkte. Das ist das Allerwichtigste und das ist sehr, sehr gut. Nächster Doppelpack. Ja, dann blicken wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Wir spielen jetzt unser Champions League Hinspiel gegen Liverpool und dann seht ihr Bundesliga-Sachen alles in der nächsten Folge bei Jan. Ja, aber wir haben uns natürlich jetzt Tordifferenz ein bisschen verbessert und sind 3 Punkte vor Platz 4
was schon mal gut ist, und 3 Punkte hinter Platz 2. Also wir sind so knapp dran, da noch was zu reißen. Ich bin sehr gespannt, was in der nächsten Folge noch geht. Ich auch. So, da liegt der Ball. Champions League, oder wie Jan sagt, Champions. Und es schneit mit orangenen Linien. Da sind wir letztes Mal schlecht zurechtgekommen, vor allem schneit ich mit der Shareplay. Orangene Linien? Ja, mit der Shareplay-Qualität ist das natürlich auch ganz kritisch, aber wir sind auf jeden Fall mit 5:1 gegen Paris weitergekommen und Liverpool mit 7:3 gegen Inter Mailand in der Summe. Und jetzt geht es im direkten Duell gegeneinander, Liverpool gegen Dortmund, und das zu Hause. Das heißt, keine Gegentore am besten kassieren und, naja, vielleicht, wenn es geht, auch eins machen. Ja, heute spielen zwei Legenden gegeneinander. Es spielt auf der einen Seite Sadio Mané, der ist mit 12 Toren auf Platz 2 in der Champions League Torjägerliste. Und ja, auf Platz 1 steht ein Herr in den Dortmunder Reihen, der Jan Janodopoulos mit 14 Treffern. Also 2 mehr wie Mané, aber trotzdem beide extrem gut. Also ich bin irgendwie bei 6 und bin trotzdem irgendwie auf Platz 8 oder also so. Also das in der Champions League ist also halt schon echt heftig. In solch wenigen krass, Spielen ja, quasi so viele Tore. Da will du hast genauso viele wie in der Bundesliga, ungefähr, oh Gott. Aber wie gesagt, also Sadio Mané auch unglaublich krass, habe ich nicht mitgerechnet, dass noch jemand so viele hat. Aber ja, 12 und 14, also beides echt nicht schlecht. In der Mitte. Ich war in der Mitte. Oh, sehr der schön. Doppelpass des Todes, und dann legt er sich den Ball so einen Kilometer weit vor. Ja, ich habe nichts gedrückt, also man weiß es nicht. Man kann ja irgendwie, wenn man doppelt sprinten oder wenn man irgendwie rechten Stick oder so, dann kann man sich den ja vorlegen. In dem Fall habe ich es nicht gemacht, aber er hat sich den trotzdem so weit vorgelegt. Ja, da hätte es Sprinten aufhören können. Ja, oder? Verrückt hier. Nee, nur einfach das Bein hoch. Ich wollte so mit der Hacke einfach. Ich bleibe aber trotzdem in the middle. Für eine eventuelle Flanke von dir. Wenn die vielleicht morgen mal kommen oder so. Also ja, wenn die mich vielleicht mal, also wenn der Schiedsrichter mal pfeifen würde, weil er mich. Ja, das war schon wieder ein Foul eigentlich, aber du hast gefühlt 300 Möglichkeiten gehabt, drauf zu drücken. Würde auch eine gute Flanke machen und nicht einfach irgendwie den Ball in den Strafraum schlagen. Ich kritisiere dich heute einfach die ganze Zeit. Weil ich heute, ich habe zwei. Normalerweise ist das meine Rolle, dich. Ich kritisiere dich die ganze Zeit. Ja, ich meine, deswegen will ich das jetzt anders machen, weil ich jetzt richtig eskalieren möchte, jetzt nochmal zum Endspurt. Und, ja, geht du bist nur, zwar. Wenn du andere nicht schlecht. Belästigst. Nee, du bist zwar nicht schlecht, aber ja, danke. Ganz so explodieren wie ich tust du noch nicht. Also, du bist so ein Mitläufer. Ich gebe dir die ganzen Vorlagen, Alter. Quatsch. Ich bin geil. Hab ich gesehen. Und ja, deswegen schieße ich das 1:0. Endlich. 15. Treffer in der UEFA Champions League. Mike hat mich heiß gemacht. Und deswegen dieses 1:0. Und du bekommst genau auch. Genau so soll es sein. So cool, das ist eine Torvorlage. Aber auch genau so. Können, theoretisch, aber ich wusste, dass ich das nicht. Ja, du wolltest ja dein Tor. Ja, ich wollte das Tor, das stimmt. Nee, also sehr, sehr gut. Wie gesagt, also ich finde es auch immer noch krass, wie krank du in letzter Zeit performt hast. Also wie krank ich zurückziehe, ne, weil das immer so acht, gut ist. Tore in den letzten 3 Spielen ja vorhin angezeigt. Das ist ja schon brutal heftig. Also so krass war ich noch nie. Bin ich auch immer noch nicht. Egal, auf jeden Fall Halbzeit und kein schlechtes Spiel von uns, also ist okay. Gegen Liverpool eigentlich sehr gut sogar, um genau zu sein. Also ich meine, das ist ja schon Halbfinale, ne? Und wenn wir jetzt dann in deiner Folge das Rückspiel und dann Finale vielleicht noch, das wäre schon sexy, also muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist Sadio Mané, der hat das nicht ganz so gut gemacht wie du vorhin. Er hat natürlich jetzt Druck, ist schon 3 Tore vor ihm. Ja,
Ja, jetzt kommt Thiago rein, Alter. Ist so traurig, den da spielen zu sehen. Und das ist gerade auch ziemlich riskant. Moin, oh, Meister. Was? Der super mega Sprungkraft-Typ. Oh mein Gott. Kommt den Ball nicht. Den habe ich nicht gefordert. Oh mein Gott, du bist so irre. Oh, schade. Boah, da sind noch drei Leute in der Mitte. Was macht der? Ja, schießt boah. Selber. Der alte Egoist gönnt sich sein 16. Champions League-Tor. Genau, du hast einfach in der Liga 12 und in der fucking Champions League 16. What the fuck? Und ich habe sogar ein Champions League-Spiel nicht gespielt. Wir waren ja gar nicht immer in der Startelf, sondern einmal sogar nicht, weil wir so gut sind. Boah, die Ausgangssituation, ich sag mal so, die schmeckt. Ne? Ja, ich dachte, dass es beim 1-0 bleibt, aber 2-0 ist natürlich jetzt sehr komfortabel, würde ich sagen. Und damit beenden wir auch dieses Spiel und auch diese Folge. Und dementsprechend, wie gesagt, das Koop-Projekt Dortmund ist jetzt erstmal, naja, also es gibt die nächste Folge bei Jan und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir wechseln, ob wir weitermachen bei Dortmund. Das könnt ihr alles schon mal in die Kommentare schreiben, eure ersten Eindrücke, eure ersten Wünsche und Ideen. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr da reinschreibt und für was wir uns dann entscheiden können. Und ja, je nachdem werden wir dann mal gucken, wie es nächste Woche dann weitergeht mit der Koop-Karriere. Also ich freue mich einfach drauf und ich bin aber auch sehr hyped natürlich jetzt auf die nächste Folge von Jan. Also schaut da unbedingt vorbei. Da wird es nochmal den Endspurt geben. Rückspiel, eventuell Finale und Bundesliga. Heiße Sachen. Macht's gut. Wir sehen uns da. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Wenn ich jetzt Tschüss sagen muss, dann sage ich auch Tschüss, Leute. Lol, ich höre dich gerade wieder nicht, nämlich. Krass.